Dann nochmal von vorn, herzlich willkommen von, von uns beiden. Mein Name ist Matthias Kussin. Ja, mein Name ist Jan Berstermann. Genau, und wir sind hier gerade in Haste an der Oldenburger Landstraße in unserem Büro an der Hochschule Osnabrück, da wo wir sonst Studierende begrüßen für Seminare, für Veranstaltungen. Es ist hier heute ein bisschen leerer, als es sonst der Fall ist. Ja, wegen Corona sind eben auch viele im Homeoffice und Lehrveranstaltungen und alles andere findet auch viel digital statt. So wie auch das, worüber wir jetzt gleich sprechen wollen. Genau, Stake Out, Stake In, das ist der Titel unserer Veranstaltung bzw. unseres Vortrags. Wir wollen darüber sprechen, über Stakeholder-Dialoge, über Gespräche mit Stakeholdern und darüber letztlich, was das mit Innovationen zu tun hat, inwieweit durch Stakeholder-Dialoge auch Innovationen ausgelöst werden können. Wir behandeln damit ein Thema, was letztlich so gar nicht neu ist, wenn man sich das anschaut. Das Thema Stakeholder-Management ist in der Management-Forschung, in Literatur dazu, findet sich da schon spätestens seit Mitte der 80er Jahre, wenn wir da schauen. Ein Buch von Edward Freeman zum Thema Strategic Management, wo die Bedeutung von Stakeholdern, also von Anspruchsgruppen für Unternehmen hervorgehoben wurde. Oder hier ein anderes Beispiel von Ulrich Steger, Inside the Mind of a Stakeholder, the Hype Behind Stakeholder Pressure. Auch das eine Publikation unter vielen, die die Relevanz hervorhebt. Dieser Titel ist insofern interessant, weil er im Untertitel schon etwas anspricht, was immer mal wieder diskutiert wird. Also Hype hinter Stakeholder Pressure. Ist Stakeholder-Dialog wirklich etwas, was für ein Unternehmen relevant ist, für das Unternehmen? Oder ist es nicht mehr was für die Galerie, für die Schauseite der Organisation, wo man auch nach außen sagt, dass man sich mit Stakeholdern, mit Anspruchsgruppen, mit verschiedenen in der Gesellschaft verbindet, aber dass tatsächlich sonst das Kerngeschäft eigentlich so weiterläuft, wie bisher. Die Frage ist, ob das klug ist an der Stelle, also Stakeholder-Dialog als Deko zu begreifen für die Galerie und ansonsten sich eigentlich auf das zu verlassen, was man sowieso vorher schon weiß. Unsere These ist, dass das nicht klug ist, sondern dass es umgekehrt Reflexion von dem, was in der Unternehmensumwelt stattfindet, dass das wichtig ist aufzugreifen. Da geht es, so wie im Vortrag davor, auch um Reflexionsfähigkeit, um eine Achtsamkeit, um das, was in der Unternehmensumwelt stattfindet. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen und wollen zeigen, warum wir glauben, dass das wichtig ist für Unternehmen, auch um selbst innovativ zu werden, um sich selbst zu innovieren. Denn das ist ja auch Teil des Workstreams hier. Ja, kommen wir an dieser Stelle einmal kurz, zum Inhalt dieses Vortrags. Wir haben uns hier dazu entschieden, das Ganze auf verschiedenen Ebenen einmal durchzuspielen. Das bedeutet, wir beginnen auf einer übergeordneten Ebene, werden dort einmal auf die globaleren Herausforderungen eingehen, mit denen Unternehmen zum einen derzeit, aber auch zukünftig immer stärker konfrontiert werden und werden dann im Verlauf des Vortrags das Ganze herunterbrechen und noch einmal konkreter auf Probleme, aber auch Lösungsmöglichkeiten in der Unternehmenspraxis eingehen. Das heißt, wir starten hier zunächst einmal mit verschiedenen Veränderungs-, aber auch Wandlungsimpulsen, die insbesondere in Unternehmensumwelten, aber auch in den Märkten auftreten. Wir werden dann einmal auf die möglichen Folgen eingehen für die Unternehmensführung hier, auch insbesondere für die klassische Unternehmensführung. Wir werden dann ein Angebot machen, wie auf diese Folgen angemessener reagiert werden kann, als wir es vielleicht bisher tun. Und das in Form eines Prozessmusterwechsels. Und wenn wir uns nachher einmal anschauen, was eigentlich zur Initiierung und Umsetzung eines Prozessmusterwechsels gehört, dann wird auch schnell deutlich, wir müssen an dieser Stelle auch darauf achten, dass wir Anspruchsgruppen in diesen Prozessmusterwechsel mit einbinden. Das heißt, wir werden hier nochmal auf die verschiedenen Formen eingehen, um Anspruchsgruppen gerade in diesen Prozessmusterwechseln zu berücksichtigen. Abschließend werden wir dann mit einer Integration von Stakeholder-Ansprüchen. Es soll also hier nicht nur darum gehen, wenn ich mit Anspruchsgruppen in den Dialog gehe, diese Ansprüche in das Unternehmen zu tragen, sondern auch darum, diese Formen der Stakeholder-Einbindung mitzunehmen, also eine kontinuierliche Einbindung von Anspruchsgruppen hier zu erstellen. Ja, dass Märkte und Marktumwelten im Wandel sind, dass sich viel verändert, das ist ja fast schon eine Plattitüde, würde man sagen. Und in manchen Bereichen ist das völlig selbstverständlich. Tatsächlich kann man aber auch sehen, dass gerade in der jüngeren Vergangenheit doch die Turbulenzen in den Marktumwelten auch vieles auf den Kopf gestellt hat. Und ich habe das selber am eigenen Beispiel erfahren. Ich war, bevor ich an die Hochschule kam, in der Energiewirtschaft tätig. Und vor 10 Jahren war ich noch bei der RWE AG beschäftigt und hier sehen wir mal so ein Bild, das bin ich von einem Braunkohlebagger im Rheinischen Revier an der Stelle. Und wenn man sich das vor Augen führt, zu diesem Zeitpunkt waren diese Bagger und war alles das, was dort abgebaggert wurde, letztlich eine Cash-Cow des Konzerns, wenn man so will. Ja, das war eines der Kernassets.
Es war die Überlegung, dass die Braunkohle eigentlich noch bis Ende des Jahrhunderts laufen sollte, gerne auch noch länger. Man sprach immer von der statischen Reichweite von über 200 Jahren der Braunkohle. Hätte man allerdings auch bis zum Kölner Dom baggern müssen. Das hätte man wahrscheinlich dann nicht geschafft. Aber letztlich war so eigentlich die Überlegung, die Braunkohle ist da. Sie ist sicher verfügbar. Sie ist ein günstiger Brennträger an der Stelle. Und das mit dem Klimaschutz, das kriegen wir irgendwie auch in den Griff, wenn wir effizientere Kraftwerke entwickeln, wenn wir über eine CO2-Abscheidung auch dazu hinkommen, dass wir im Bereich der Emissionen sozusagen auf einen anderen Pfad kommen. Da war man sich eigentlich relativ sicher, dass man viele überzeugende Argumente hatte an der Stelle. Ähnliches galt auch für die Kernenergie. Auch 2010 hoffte man noch auf eine Laufzeitverlängerung. Aber das hat sich ja dann herausgestellt, beides hat sich nicht erfüllt. Wir haben einen Kohleausstieg nun. Wir haben noch früher ein Laufzeitende der Kernenergie in Deutschland. Und ja, das war für manche vielleicht vorhersehbar. Im Unternehmen hat sich das aber gerade auch, was die Kohle betrifft, doch zumindest zu dem Zeitpunkt als unvorstellbar eigentlich dargestellt, dass man dort so früh aus solchen Technologien aussteigt. Warum ist das so? In dem Unternehmen arbeiteten viele intelligente Leute, die wirklich was von Geschäft verstehen. Aber mit Blick auf die Haltung lässt sich sagen, etwas, was hier in der Karikatur der NGO German Watch schön dargestellt wird. Man sieht hier, oder das ist karikiert, der damalige Vorstandsvorsitzende Jürgen Grossmann an seinem Schreibtisch. Man sieht draußen die Leute, die protestieren. Und was die Karikatur aussagen will, ist eigentlich, naja, wir schauen auf unsere aktuellen Prozesse, auf das, wo das Geld herkommt und was eigentlich draußen stattfindet, interessiert uns doch nur extrem selektiv. Und wenn das Dinge sind, die uns nicht gefallen, dann interessieren uns die sogar noch viel weniger an der Stelle. Ja, heute haben wir eben eine deutliche Veränderung des Geschäfts an der Stelle. Und wenn man sich anguckt, woran das liegt, dann hat das sicher auch damit zu tun, dass die Märkte sich geändert haben, dass sich aber auch insbesondere die Marktumwelten zuvor in dynamischer Weise verändert haben. Was sind das, diese Marktumwelten, die hier, aber auch in anderen Kontexten relevant sind? Wir können uns einerseits, und das liegt auch im Energiebereich auf der Hand, auch schon fast trivial zu erwähnen, die ökologische Dimension der Marktumwelt anschauen. Also alles, was im Kontext Klimaveränderung stattfindet, aber was vielleicht auch mit Blick auf das Thema Biodiversitätsverlust und weitere ökologische Fragen, Flächennutzung und so weiter betrifft. All da sehen wir, dass in dieser Marktumwelt viel passiert, dass aber auch viel diskutiert, viel in einem gesellschaftlichen Kontext darüber gesprochen wird. Hier ein Bild. Nicht aus dem Energiebereich, hier sehen wir die Forstwirtschaft betroffen von Klimaveränderungen, ein Bild, was der eine oder andere von Ihnen gesehen hat vielleicht, Waldflächen, die von Borkenkäfern zerfressen sind, aufgrund auch von wärmeren Sommern tauchen dort Probleme auf, die auch dazu führen, dass erst die Marktumwelten, dann aber auch Märkte sich drehen. Und zweiter Punkt sind technologische Umwelten beispielsweise. Auch da sieht man Dynamiken, die man vielleicht vor einigen Jahren dann noch gar nicht für möglich gehalten hat. Im Bereich der RWE denken wir an die Photovoltaik, wo im Jahr 2010 eigentlich noch davon ausgegangen war, dass diese Technologie nie diese Kostendegression zustande bringen könnte, die sie dann tatsächlich geschafft hat an der Stelle, auch aufgrund natürlich gewisser politischer Rahmenrichtlinien. Aber da ein Gamechanger einer Technologie, die massiv auf existierende Energiemärkte hingewirkt hat. Ja, und es wird auch neue Technologien gehen. Denken wir hier an das ganze Thema Quantencomputer, Quantentechnologien. Hier haben wir so ein Symbolbild der Fraunhofer-Gesellschaft. Die zeigt, man kann sich noch gar nicht so richtig vorstellen, was da passiert. Fraunhofer selbst schreibt dazu, wir haben es mit einer Technologie zu tun, in der nichts logisch, aber alles möglich erscheint. Und auch das gibt einen Hinblick darauf, mit unseren bisherigen Mechanismen, Navigationsgeräten von Märkten, kommen wir da nicht so richtig weiter. Das Gleiche gilt vielleicht auch für andere Dinge. Denken wir an die Sozialstruktur, demografische Veränderungen, Veränderungen von Lebensmodellen, aber auch Migrationsbewegungen, die in der Marktumwelt massive Verwerfungen und Veränderungen mit sich bringen können. Und das haben wir in diesem Jahr schmerzlich erleben dürfen. Die epidemiologische Dimension von Marktumwelten, dass auf einmal Märkte mit externen Schocks zu tun haben, die massive Effekte haben auf das Ökonomische, auf Business-Ökosysteme bis hin zu Einzelunternehmen. Ja, nun stellt sich die große Frage, warum fällt es nicht nur insbesondere der RWE so schwer, sich an diese Veränderungen der Umwelt anzupassen, sondern warum fällt es auch insbesondere anderen großen, aber auch mittelständischen Unternehmen sehr schwer, sich hier anzupassen? Und um hierauf eine erste Antwort zu finden, müssen wir einen kurzen Blick in die klassische Unternehmensführung wagen und dort insbesondere in die strategische Situationsanalyse.
Und dort wird deutlich, dass man noch ganz viel mit traditionellen Methoden aus der klassischen BWL gearbeitet wird, häufig auch sehr isoliert. Also wir kennen in der Regel alle Instrumente, wie beispielsweise eine Konkurrenzanalyse oder eine Branchenstrukturanalyse, aber auch ein klassisches Benchmarking. Und da fällt ganz schnell auf, wir arbeiten hier mit Momentaufnahmen. Das heißt, wir versuchen, eine bestimmte Situation abzufotografieren und diese nach Möglichkeit noch mit Stärken und Schwächen sowie auch Risiken und Chancen anzureichern. Das Problem an dieser Stelle ist aber, wenn wir einen Blick zurückwerfen, haben wir sehr, sehr viele Veränderungen in den Umwelten, die dafür sorgen, dass gerade diese Momentaufnahmen aus der klassischen Unternehmensführung sehr, sehr schnell an Aussagekraft verlieren. Verdeutlichen kann man das sehr gut an Lebenszyklen, die sich verändern. Egal, ob es Technologielebenszyklen sind oder Produktlebenszyklen. Hier nochmal ein kleines Beispiel bei dem Mobiltelefon. Hier sieht man auch sehr schön, wie schnell Produkte in den Markt eintreten, eine Sättigungsgrenze erreichen und durch andere Produkte verdrängt werden. Das bedeutet auch, dass die verschiedenen Umwelten, die wir gerade gesehen, also egal, ob es die soziokulturelle oder die ökologische ist, dass wir an diesen Stellen eine große Verschiebung oder große Wechselwirkung auch mit den ökonomischen Märkten von Unternehmen mit sich bringen. Neben der Dynamik haben wir aber auch noch die Komplexität, mit denen Unternehmen sich auseinandersetzen müssen. Wir haben es jetzt gerade gesehen im Rahmen der Corona-Pandemie, dass wir hier in tiefen Krisen fallen, die es zum einen voraussetzen, dass wir unsere strategische Ausrichtung zum Teil um 180 Grad über Nacht wenden. Wir sehen an dieser Stelle aber auch, dass einige Unternehmen wiederum hier auch Chancen finden. Gerade in der Massenproduktion haben wir es gesehen, wo Unternehmen gegründet werden und über Nacht zum millionenschweren Unternehmen werden. Allerdings bedeutet das natürlich auch, dass Unternehmen hier auch in eine Krise gehen können und dementsprechend schnell wieder vom Markt verschwinden. Diese Komplexität und Dynamik zeigt unter anderem aber auch, dass wir gerade, wenn es um strategische Entscheidungen geht, nicht nur im Rahmen von kleineren Führungskreisen arbeiten sollten, sondern dass wir hier verschiedene Anspruchsgruppen in die Entscheidungsprozesse mit einbinden. Das liegt daran, dass wir auch dann unterschiedliche Perspektiven aus den Umwelten mit abbilden können und dementsprechend auch längerfristige Entscheidungen hier treffen können. Ganz wichtig an dieser Stelle auch noch einmal ist, dass wir uns nicht nur darüber Gedanken machen sollten, wie viele Personen binden wir eigentlich mit ein und wie divers ist der Kreis der Personen, die wir einbinden, sondern sicherlich auch, wie gehen wir eigentlich mit Veränderungen um? Und hier haben wir in der Regel einen Grundsatz und der bedeutet mehr Power. Peter Kruse hat hierfür mal ein sehr schönes Beispiel gegeben. Wenn unsere tägliche Aufgabe ist, durch eine Tür zu gehen, dann haben wir ein bestimmtes Funktionsprinzip dahinter. Und das wäre, wir drücken die Türklinke runter, gehen in den Raum rein und das funktioniert eine Zeit lang ganz gut. Das ist unser Prozessmuster, was wir derzeit anwenden. Jetzt haben wir aber ein neues Problem und das bedeutet, die Tür ist verschlossen. Wie reagieren wir darauf? Mit mehr Power. Wir versuchen also energischer die Klinke runterzudrücken, stoßen aber immer wieder davor das Problem, dass die Tür verschlossen ist. Das heißt, wir kommen mit einzelnen oder alten Funktionsweisen nicht weiter und brauchen einen Prozessmusterwechsel. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel für diese Tür, um langfristig wettbewerbsfähig am Markt agieren zu können. Wie können wir diesen Weg aber nun gehen? Und wir sehen jetzt gerade hier unten im ersten Bild ganz links an der Seite die Stabilität. Viele Unternehmen sind in einer Art Fahrtabhängigkeit. Das bedeutet, wir haben festgefahrene langfristige Entscheidungen, beispielsweise Kontrakte mit Lieferanten oder feste Kundenwünsche, vielleicht auch Investoren, die das Unternehmen in eine bestimmte Richtung drängen und sicherlich auch Identifikationen in Form von Strukturen, Prozessen und Leitlinien, die sich sowohl in Mitarbeitern, aber auch in ganzen Branchen zeigen können. Ich denke mal, deutlich wird es zum Beispiel in der Fleischindustrie. Ich habe vor einigen Jahren ein Unternehmen aus der Fleischbranche die Produktion von Veggie-Produkten eingeführt, was im ersten Fall natürlich ein sehr hoher Prozessmusterwechsel war an dieser Stelle und auch für Irritationen gesorgt hat. Nun ist die Frage, wie können Unternehmen diesen starren Pfad wieder verlassen und den Horizont erweitern? Und hierzu bietet es sich an, verschiedene Anspruchsgruppen in den Prozess mit einzubinden, um insbesondere die Perspektiven aus den verschiedenen Umwelten zu berücksichtigen. Es kann also durchaus auch mal förderlich sein, zum Beispiel den Produktionsmitarbeiter aus Deutschland mit einem Produktionsmitarbeiter aus Indien zu vernetzen, um einfach mal neue Impulse in das Unternehmen mit einzubringen. Sicherlich auch an dieser Stelle ganz wertvoll, wenn über Fehlertoleranz gesprochen wird, dass wir hier darauf achten, dass die Fehlertoleranz einen Prozessmusterwechsel zulässt, also einen Raum schafft, in dem Kreativität und Innovation entstehen kann. Wenn wir jetzt diesen Schlüssel gefunden haben, um diese Tür zu öffnen, also einen Prozessmusterwechsel durchlebt haben, dann ist es aber auch wichtig, dass wir wieder in Richtung Pfadfindung zumindest gehen. Also nicht eine neue Pfadabhängigkeit erstellen, aber schon darauf achten, dass wir wieder feste Strukturen, feste Prozesse im Unternehmen implementieren, um am Ende auch wieder eine gewisse Effizienz mitzubringen. Wenn wir jetzt über Stakeholder-Einbindung sprechen, insbesondere in der Vorbereitung, aber auch in der Umsetzung von Prozessmusterwechseln, haben wir verschiedene Möglichkeiten.
Wir beginnen einmal bei dem konsultativen Dialog. Das bedeutet, ich bin ein Stakeholder beispielsweise in einem Strategiebildungsprozess oder Entwicklungsprozess in die verschiedenen Phasen der Strategieentwicklung ein und würde hier jeweils danach fragen, in welcher Form sich das Unternehmen nach Möglichkeit entwickeln sollte, also welche Ansprüche die Stakeholder hier stellen. Sicherlich besteht aber auch hier die Möglichkeit, Stakeholder gerade in Innovationsprozesse mit einzubeziehen, zum Beispiel in einem Design Thinking Prozess, dort als Feedback-Person, als Tester, wo dann wiederum Pains and Gains von den Anspruchsgruppen ermittelt werden können. Sehr interessant aber auch Dialogplattformen, insbesondere wenn es um Themen geht, wo keine Einigkeit besteht. Als Beispiel hier die Tierwohldebatte der vergangenen Jahre. Sicherlich kann es hier auch wertvoll sein, verschiedene Anspruchsgruppen und das Unternehmen einfach mal an einen Tisch zu bringen und zu schauen, an welchen Stellen gibt es eigentlich Möglichkeiten, einen Konsens zu finden. Wenn es aber darum gehen soll, das Unternehmen langfristig für Prozessmusterwechsel offen zu halten, lassen sich auch Initiativen oder Partnerschaften aufsetzen. Das heißt, es wird sich regelmäßig abgestimmt, es werden vielleicht auch gemeinsame Ziele entwickelt und ja, in dieser Form besteht dann die Möglichkeit, langfristig Anspruchsgruppen mit ins Unternehmen aufzunehmen und das Innovationspotenzial von Unternehmen zu stärken. Ja, oftmals sind es Krisen, die dazu führen, dass es Prozessmusterwechsel gibt, dass es auch neue Sichtweisen auf Stakeholder gibt, dass es neue Sichtweisen auf Technologien gibt. Und das ist nicht nur bei der RWE so gewesen, die ja heute eben ein ganz starker Player im Bereich Wind Offshore ist, vielleicht in einer Weise, die man vor 10 Jahren nicht für möglich behalten hat, was aber auch ein schmerzvoller Prozess war, sozusagen von der einen Wirklichkeit in die andere zu kommen. Auch anderen großen Unternehmen geht es so, wenn wir uns Volkswagen angucken beispielsweise, auch das ist ja allgemein bekannt, welche Herausforderung dieses Unternehmen, Stichwort Dieselabgasskandal, aber gleichzeitig auch technologische Veränderungen Richtung Elektromobilität mit sich bringen, dann ist es auch ein Unternehmen, was an dieser Stelle einen deutlichen Veränderungsprozess vor sich hat oder dort drin ist und die diesen Prozess gleichzeitig aber auch flankieren mit etwas, was sie selber als Nachhaltigkeitsbeirat bezeichnen. Diesen Nachhaltigkeitsbeirat, also etwas, was stärker auf der rechten Seite zu verorten ist, in der Typologie, die Jan dort dargestellt hat, sind verschiedene Anspruchsgruppen fest institutionalisiert. Es gibt dort Klimaforscher und Politiker, Technologieforscher, Gewerkschafter, Vertreter institutioneller, also internationaler Organisationen, die dort mitarbeiten, gemeinsam mit Herrn Dies, den sehen Sie in der Mitte dort ja. Und die sich zu verschiedenen konzernrelevanten Themen austauschen mit dem Vorstand von Volkswagen. Zu Themen wie der Wende zur Elektromobilität, zu Themen wie Dekarbonisierung oder auch einfach zu dem Thema andere Unternehmenskultur. Ob ein solcher Beirat nun Schaufenster, Gallery Walk ist oder ob es tatsächlich in die Funktionssysteme, in die Corporate DNA auch des Unternehmens tatsächlich reingreift, das ist am Ende sicher eine empirisch offene Frage. Wenn wir hier so einer gewissen Medienresonanz glauben mögen, kann man zumindest zu der Vorstellung gelangen, dass bei VW dieser Nachhaltigkeitsbeirat durchaus auch einen Unterschied macht, dass er scheinbar so ist in dem Artikel, den ich oben in der Überschrift dargestellt habe, der FAZ, dass er durchaus auch unangenehme Wahrheiten ins Unternehmen treibt, eben im Rahmen eines aggressiveren Wandels, dass aber auch gerade dieses Irritationspotenzial, was der Beirat dort bringt, gewollt ist von der Konzernspitze an der Stelle, um notwendige Veränderungen dann im Unternehmen anzustoßen an der Stelle. Ja, auch Volkswagen war ein Unternehmen ähnlich wie RWE, was eben sehr stark auf seine eigenen Kompetenzen gesetzt hat. Ich habe einige Monate bei VW auch arbeiten dürfen im Rahmen meines Praktikums. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber dort hat man auch eine ähnliche Haltung im Unternehmen verspürt, wie ich das zumindest vor 10 Jahren bei RWE in Teilen verspürt habe. Also starke Orientierung auf die eigenen Kompetenzen, auf die eigenen Modelle, Instrumente. Bei RWE war das eben die energiewirtschaftliche Kompetenz und das Know-how bei Volkswagen entsprechend die Kompetenz, leistungsfähige Verbrennungsmotoren herzustellen und in dieser Weise eigentlich auch die Automobilzukunft, die Automobilität der Zukunft mitzugestalten. Ja, nun wissen wir, dass die Reise woanders hingeht, als man das dort gedacht hat und dass es eben hilfreich sein kann, sowas vielleicht auch frühzeitig zu erkennen und nicht erst, wenn die Krise schon da ist an der Stelle. Ja, die Frage ist, wie kann das aussehen, so ein frühzeitiger Dialog und was kann da konkret dann entstehen, was so ein Prozessmusterwechsel, von dem Jan sprach, auch dann auslöst?
Und ich möchte auf ein, es sind viele Dinge, ich möchte aber auf ein Ding zu sprechen kommen, was gerade in Innovationskontexten relevant sein kann. Und das ist der Aspekt des sogenannten unspezifischen Nichtwissens, was möglicherweise aufgedeckt werden kann durch Dialoge. Das sieht wie folgt aus. Wenn wir uns ein Unternehmen angucken, dann gibt es eben das Unternehmen und es gibt bestimmte Stakeholder, nehmen wir an Lieferanten oder Naturschützer. Und sowohl das Unternehmen als auch die die Lieferanten, als auch die anderen haben eine bestimmte Unternehmensumwelt, der Horizont, den man als Unternehmen oder als andere Organisation eben scannt, den man kennt, wo man Wissen darüber verfügt, den man im Blick hat, weil das sozusagen der Bereich ist, den man selbst als für sich relevant erachtet. Und in Stakeholder-Dialogen ist es dann typischerweise der Fall, dass man eben über das spricht, was den Stake ausmacht. Bei Lieferanten können das eben Produkte sein, die geliefert werden und wo es dann um Qualitäten geht, um Kosten, um Mengen und was auch immer. Und das Gleiche gilt vielleicht bei Naturschützern. Wir denken an Bauprojekte vielleicht, wo es um Umweltverträglichkeitsprüfungen geht, um Artenschutzkonzepte und was auch immer. Und was da dann in diesen Dialogen, dann, wenn es um konkrete Anlässe aufgedeckt wird, ist letztlich auch spezifisches Nichtwissen. Also Nichtwissen, von dem ich weiß, dass ich es nicht kenne, dass ich es nicht weiß und wo ich dann über diese Dialoge mich selber, wenn man so will, neudeutsch aufschlaue über diese Dinge und auch ein Verständnis gewinnt. Das ist die eine Leistungsfähigkeit, die eine Leistung, die Dialoge mit sich bringen können. Aber, und das ist ein Gedanke, der auch aus der Theorie kommt, aus der soziologischen Theorie, ist, dass in solchen Dialogen, insbesondere auch in Gesprächen und in dauerhaften Kooperationen, auch Dinge zur Sprache kommen können, die man als unspezifisches Nichtwissen, als Nichtwissen im Latenzbereich bezeichnen mag. Also das sind Dinge, die beim Lieferanten sehr wohl in seiner Unternehmensumwelt nämlich hier vorhanden sind, die aber außerhalb meines eigenen Blickfeldes liegen als Unternehmen. Also Dinge, von denen ich nicht weiß, dass ich sie nicht weiß. Und das ist ein Potenzial, was sich aus Stakeholder-Dialogen eben herauskristallisieren lässt möglicherweise, was helfen kann, Innovationen zu befördern, was aber auch ein Gefühl, eine Intuition dafür geben kann, welche Innovationspfade vielleicht mit Risiken wiederum verbunden sind. Also auch das ist ja ein Aspekt, der im Kontext von Innovationsprozessen wichtig ist. Nicht nur, was ist möglich, sondern was ruft eigentlich welche Folgerisiken und welche Folgenprobleme vielleicht an dieser Stelle hervor. Beispielsweise eine Innovation, die ökologische Fragen bearbeitet, die aber eben soziale Themen mittransportiert, die ich mir vorher als Unternehmen vielleicht gar nicht so bedacht habe an der Stelle. Ja, was ist nun Voraussetzung, was ist nun Grundlage dafür, dass ich so ein unspezifisches Nichtwissen aufdecken kann? Und dafür gibt es letztlich keine Patentrezepte, das lässt sich auch nicht durch irgendwelche Strukturmodelle, lässt sich das systematisieren, sondern was wir hier haben, ist das, was der Organisationssoziologe oder Psychologe Karl Weick als achtsames Vorgehen bezeichnet. Ja, also er sagt, auch im Stakeholder-Prozess muss es mir darum gehen, eine gewisse Form von Achtsamkeit zu entwickeln auf das, was mein Gegenüber, was im Dialog zur Sprache kommt und vor allen Dingen im Dialog eine Abneigung gegen Vereinfachung zu entwickeln. Auch das ist oftmals das, was Unternehmen oftmals gemacht haben und was sie sehr erfolgreich gemacht hat, dass sie Informationen aus der Unternehmensumwelt scannen und radikal vereinfachen auf das, was aus ihrer Sicht relevant ist und was nicht relevant ist. Nachvollziehbar, denn das ist extrem leistungsfähig. Man kann sich mit vielem, was man nicht als wichtig ist, braucht man sich nicht weiter beschäftigen. Weick sagt aber nun, um gerade dieses unspezifische Nichtwissen zu entdecken, muss ich diese Vereinfachung eigentlich ablegen. Ich muss eine Haltung entwickeln, die Komplexität zulässt und die es mir ermöglicht, eigentlich mit einer echten Offenheit in solche Gespräche zu gehen und mit einer echten Offenheit solche Informationen zu betrachten. Also Dinge, die ich vielleicht sonst als abwegig oder als für mich überhaupt nicht relevant betrachte, unter neuen Sinngebungsprozessen eigentlich zu betrachten, um zu gucken, welche Form von Innovationspotenzialen dort eigentlich liegen. Denn in dieser neuen Offenheit, da liegt dann letztlich die Möglichkeit für Irritationen als Voraussetzung für Innovationen an der Stelle. Diese Offenheit braucht es und es braucht weiter auch Prozesse, das Ganze ins Unternehmen reinzuführen. Das heißt, wenn wir uns ein Unternehmen angucken, dann geht es sicherlich einerseits darum, eben die Resonanzfähigkeit gegenüber der Unternehmensumwelt zu erhöhen und dort auch eine neue Achtsamkeit zu entwickeln, eine kollektive als Unternehmen und aus diesen weichen Signalen, die ich vielleicht dann sehe, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Weick bezeichnet das als Sense-Making, also eine Sinngebung von Dingen, die ich sonst vielleicht als vernachlässigenswert betrachtet hätte.
Es geht dann eben auch darum, auf der Entscheidungsebene der Governance-Prozesse der Unternehmen eine Offenheit dafür zu entwickeln. Weig spricht von mehr Respekt vor Expertise und weniger vor Hierarchie. Das heißt, wenn solche Signale kommen, nicht darauf zu achten, ist der oder die Person, der sie reinbringt, ja in der Organisation irgendwo oben angestellt, sondern zu schauen, inwieweit sind dort Kompetenzen hinter, sind da fachlich interessante Informationen hinter, die uns weiterhelfen können an dieser Stelle. Ja, auch wieder das Idee Scheuklappen nicht vorlegen, sondern aufmachen. Es geht auch darum, das in Arbeitsprozesse zu integrieren, neue Wege der Zusammenarbeit zu haben, um solche Strukturen kollektiver Achtsamkeit zu entwickeln. Das heißt, Stakeholder-Input muss nicht nur durch große Stakeholder-Dialoge auf Vorstandsebene geschehen, sondern das kann eben auch dadurch geschehen, durch das tägliche Business mit Stakeholdern, vielleicht mit Zulieferern, mit welchen Stakeholdern auch immer. Und letztlich geht es darum, da sind wir auf der Ebene der Strukturerhaltung, sowas in der Unternehmenskultur zu verankern. Also Wertemuster für kollektive Achtsamkeit zu entwickeln, die Irritationspotenzial und damit Innovationspotenziale eröffnet. So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende unseres Impulses. Wir haben noch mal ein paar Reflexionsfragen mitgebracht, die Sie für sich selber noch mal beantworten können in Bezug auf das eigene Unternehmen. Also zum einen, wie scannen Sie eigentlich selber die Umwelt ab? Also ich einfach mal fragen, wie scanne ich die Umwelt ab? Bin ich in einer Art Fahrtabhängigkeit schon quasi gefangen oder gibt es noch einen relativ breiten Horizont? Dann aber auch, wie gehe ich mit Veränderungen um? Habe ich dieses Prinzip, einfach mehr Power, mehr Energie reinbringen, um auf neue Probleme zu reagieren, oder arbeite ich schon in Richtung Prozessmusterwechsel? Dann sicherlich auch, in welchen Situationen stehe ich eigentlich mit Anspruchsgruppen im Austausch? Ist das nur im Rahmen von gesetzlichen Regelungen oder beispielsweise im Rahmen auch von einer Nachhaltigkeitsberichterstattung oder ähnliches? Oder gehe ich hier auch schon in den Bereich Innovation? Und hier dann sicherlich auch die Form. Bin ich mittlerweile in einer festen Kooperation oder sind es nur gelegentliche Einbindungen von Anspruchsgruppen? Und auch, wie wird eigentlich das eigene Innovationspotenzial gesteigert? Habe ich hier die Möglichkeit, auch hier Anspruchsgruppen mit einzubringen, neue Impulse mit in mein Innovationspotenzial aufzunehmen oder arbeite ich nur aus den bisher bestehenden Quellen? Ja, und wenn es dann noch weitere Fragen gibt, wir hier an der Hochschule, wir sind ja heute mit so einem Doppelhut hier, sind ja auch Kolleginnen und Kollegen in der Coaching-Gesellschaft. Wir beschäftigen uns sehr viel damit. Wir helfen auch dabei, tatsächlich dieses Thema Stakeholder-Dialog, Stakeholder-Management zu bearbeiten, sowohl in Innovationsprozessen, dann auch über entsprechende Moderationsformate, aber auch Richtung Forschung, angewandte Forschung dann an der Hochschule. Von daher sprecht uns gerne an dazu, wenn das mit Blick auf das eigene Thema, das eigene Unternehmen dort Interesse besteht. Ja, wir danken sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und haben vielleicht ja noch 1-2 Minuten für einen Dialog, wenn dort Dialog gewünscht ist. Jetzt müssten wir einmal in den Chat wechseln. Wir sind nämlich hier an einem Rechner unterwegs. Genau. Da ist er nicht. Moment. Da? Mhm. Ich hätte ihn oben schon aufgemacht. So. Ah, bisher ist da noch nichts. Ist hier irgendwas? Und da vielleicht noch eben. Jetzt nochmal. Ja, bisher haben wir noch nichts, aber vielleicht sind auch. Genau, wir sehen jetzt bisher keine Fragen. Ansonsten gerne nochmal auch nach der Veranstaltung an uns wenden, wenn noch weitere Fragen auftreten sollten. Ansonsten würden wir hier, um auch die Zeit einigermaßen einzuhalten, nochmal an Katja Reimann und Sandra Walters übergeben für den nächsten Vortrag: Startup Burn Down, Mythos Multitasking. Ganz viel Spaß mit dem nächsten Vortrag. Ja, tschüss. Tschüss.